herzlich willkommen zurück auf der Insel. Und es ist ein bisschen heiß. Es war denn der Plan? Wir haben ein Bett gebaut. Wir bräuchten... Oh nee, das ist über uns ein Vogel. Das ist schlecht. Wir haben einen neuen Level. Das ist gut. Ich gehe mal ein bisschen in Schatten. Vor allem weg vom Vogel. Die können echt übel sein, die Viecher. So, was machen wir denn? Ich glaube von der... Ich lasse es tatsächlich von der Lautstärke her. Um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt gern ein bisschen in Ausdauer investiert, weil die wird langsam übelst, ne? Und was machen wir hier? Eine Kiste, haben wir gesagt, ne? Das war unser Wichtigstes. Und die Strohdecke natürlich. Und hier unten eine schräge Strohdach, das hätte ich auch noch gern, aber wir haben null. Schade. Sei es drum, ne? Verdorben. Gegrilltes Fleisch. Ist hier... Aber ich denke, hier ist noch einiges drin. Was gegart werden müsste. Ja. So, dann können wir noch den Rest rein palavern. Jetzt können wir... Na gut, dicht machen möchte ich noch nicht. Aber... Ich möchte hier wie so hier rüber. Hatte man da auch Stützen? Wisst ihr das noch? Ob man da Stützen hatte, die man drunter machen konnte? Ich verwechsel das teilweise jetzt mit Conan, ne? Wahrscheinlich. Wir werden... Moment mal. Ich weiß nicht, ob wir genug haben. Hier ist... machen wir eine herstellen. Schauen wir, was die kann. Oder auch nicht. Doch, die können wir hier hin. Dann ist zwar ein bisschen größer und nicht abgestützt. Müssen wir dann mal schauen, ne? Dass wir das noch irgendwie abstützen können. Gab es da nicht irgendwie so Stützen? Hier bei dem ist es sowieso auch schon hin. Das ist auch nicht ideal davon. Sei es drum, ne? Was denkt ihr? Noch. Machen wir noch eins hin? Wisst ihr, was wir machen? Was mir jetzt so einfällt, wie wir es machen könnten. Wir könnten das hier hin machen, wenn es noch geht. Es geht. Und dann hier eventuell mit ein bisschen Glück noch eine Foundation. Und dann könnten wir hüben und drüben unsere Kisten. Da brauchen wir die nicht reinzumachen, wisst ihr? Das wäre so die Idee jetzt dahinter. Wir schauen mal. Dann machen wir zwei von denen. Und hoffen das Beste, ne? Gut. So, und dann würde ich eben hierhin einen machen. Und hierhin. Ah, jetzt geht's hierhin nicht. Warum eigentlich? Wegen dem Baum hier? Ich fand den so schön hier. Dann machen wir den weg. Jetzt ist nix. Dann müssen wir den Baum wegmachen. Kann der den nicht rein? Oder macht er das so und so nicht?
Also ich mache jetzt den Baum weg. Machen wir den weg mit. Brauchen wir Stroh noch? Ja, ne, wahrscheinlich. Ne, Stroh haben wir eigentlich genug. Wir brauchen Holz, glaube ich, jetzt langsam. Ne, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt haben wir den schönen Holz. Den geht's bums hier weggemacht. Na doch, es geht. Dann ist ja gut. Dann habe ich nichts gesagt. Aber wäre schon natürlich schön, wenn wir hier einen Zaun. Hier gab es aber, glaube ich, keine Zäune, oder? Was schade ist. Dann könnten wir hier dann unsere Fackel hinmachen und dort. Weißt du? Finde ich gut. Und oben müssen wir ein Spitzdach drauf machen. Ich mag kein Flachdach hier drauf. Alles gut. Schön. Achso, wartet, pass auf, dann machen wir gleich jetzt. Eins, zwei, zwei reichen eigentlich. Moment. Ich sage euch, wie es ist. Ach ja, und dann die Kiste natürlich, ne? Werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben, so viel. Machen wir es mal. Wo ist denn eine Kiste hier? Machen wir zwei Kisten, wenn es geht. Geht. Und, wenn es geht, noch zwei von denen. Aber nur, wenn es geht. Das heißt eigentlich der A und B und E. So, jetzt haben wir aber alles. Nee, halt, wir müssen ja noch. Genau. Zack. So, und dann machen wir eins. Ja, schon. Hier, ne? So. Damit man. Ist ja wie so ein. Wie so ein Sonnendach hier drüber haben. Die Frage ist, ob dann unser Spitzdach da noch drauf geht. Wie das denn aussieht, vor allen Dingen. Jetzt haben wir hier Schatten. Das interessiert die aber eher nicht, ne? Dass wir hier Schatten haben, oder? Und wenn wir dann noch hier eine Stütze irgendwie hätten, wäre es natürlich super. So zwei Stützen noch hier hin, ne? Das wäre ein Traum. So, was wollte ich noch herstellen? Ach ne, ich wollte nichts mehr herstellen. Ich wollte die Kisten. Zack. So, die eine Kiste machen wir hier hin. Oder, dass wir hier gleich rankommen. Ja, ganz gut, ne? Sieht es ein bisschen schlecht gerade. Und die zweite Kiste machen wir erstmal hier drüben. Ja, im Grunde ist egal. Ne? Im Grunde ist nicht egal. Ihr wisst, ich bin da ein bisschen penibel. Ein bisschen weit raus. Okay. Gut. Alles gut. So, dann ist die ein bisschen weiter drin. Ah, die ist. Im Grunde ist die zu weit. Nee, was soll's. Schön ist nicht. Wir hätten es ja wirklich noch ein bisschen ran. Wir hätten die noch ein bisschen ranrücken können. Aber wir können noch eine hier davor stellen. Und noch eine dort vielleicht. Gut, dann können wir nämlich, was können wir jetzt, machen wir hier rein. Ja, wir haben gar nichts erstmal, ne? Vielleicht das ein bisschen Steine, weil die geben immer richtig viel Gewicht. Das Verdorbene würde ich drüben rein tun und das Ganze, was weiß ich hier. Ne, Narkobären, die, aber hier haben wir noch Samen, ja. Samen können wir, und die, das Metall hier rein. Leder.
Erstmal, bis wir es wieder brauchen. Was sind das hier? Ein Feuerstein. Ne, das brauchen wir wahrscheinlich. Wir brauchen ein paar Fasern, brauchen vor allen Dingen Stroh. Brauchen wir noch ein bisschen Stroh? Ja, ne? Brauchen wir noch ein bisschen Stroh. Fällt mir gerade auf. Wie ist denn das? Wachsen die wieder, ne? So, gut erstmal. Hier fehlt uns ein... Machen wir nach... Keine Ahnung. Damit wir das noch durchhauen. Nach 10, ne? Mag nicht gerade. Und jetzt. Dann können wir das durch uns mogeln. Können wir eigentlich. Das kann mit hier rein, eventuell. Die Holzkohle. Für alle Fälle. Ja, Stroh lassen wir jetzt erstmal, wie gesagt. Genau. So, wie gesagt, jetzt wäre es noch schön. Mach mir keine Angst. Der so. Der macht mir ein bisschen Angst. Wieso ist da überhaupt so ein Eisenviech auf... Also ich hab da nichts. Ich hab doch Primal gemacht. Aber der scheint in Ordnung zu sein, ne? Wenn wir ihn nicht gerade Feuer vor die Füße hauen. Aber der sieht cool aus, ne? Davon nichts. Gut. Was wollten wir noch? Wollten noch was... Achso, ja, wir sollten eventuell, ja, was machen wir als nächstes, ne? Ist jetzt die große Preis, wir müssen immer uns ein bisschen eine Idee haben, was wir machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier rüber, holen uns noch Leder, so viel wir brauchen. Denn ich denke, Leder braucht man immer mal ein bisschen. Denk schon mal hin, so ein bisschen Ausdauer ist gar nicht so schlecht, was wir gemacht haben. Haben wir noch? Wollen wir uns mal mit dem hier anlegen? Jetzt. Oh, wir sind da angeschwemmt. Moment. Der ist doch tot. Da gibt es viel Fisch. Warte mal, wir müssen schnell was essen. Weil unsere Gesundheit... Puh. Wir müssen auch was in Gesundheit investieren langsam. Ich gehe noch mal in Ausdauer. So, jetzt müssen wir mal schauen. Oh, das wird gefährlich. Das wird gefährlich, das wird gefährlich, sehr gefährlich. So, wir wollen jetzt eine schräge Schrohwand.
Nee, wir wollen ein schräges Strohdach. Hier hätten wir ein Table. Nee, brauchen wir erstmal nicht. Wie viel haben wir denn noch? 5. 5 Punkte. Wir könnten uns eine Zwispel bauen. Habe ich aber erstmal, um ehrlich zu sein, keine Lust drauf. Wir können bis hier runter jetzt was bauen. Ein Holzknüppel, ja, der kann man zähmen denn. Ja, das. Ich frage mich halt immer hier, ne? Ein Kompass, okay. Erlernbar auf Genesis, das haben wir nicht. Das wäre natürlich gut. Ach nee, Kristalle. Nee, lass mal. Hier können wir noch ein. Ach, hier, die Fackel. Können wir so fehlen? Oh, fehlt uns gerade eine. Ein Punkt fehlt uns. Ja, die Fackeln wollen wir als nächstes. Okay. Bist du bescheiden? Was ist denn das eigentlich hier? Chitin. Ja, das ist so ein verrücktes Ding. Hiermit kannst du einem Menschen Blut für eine Bluttransfusion nehmen. Ich glaube, das brauche ich erstmal nicht. Achso. Boah, das wäre ja gefährlich. Fand ich jetzt. Persönlich. Ich habe gedacht, das war's. Dann hauen wir das durch. Obwohl wahrscheinlicherweise, wir nehmen alles. Wahrscheinlicherweise werden wir das eh nie. Werden wir das eh nie, Alice? Aber das ging ja noch, ne? Oder warte, wir nehmen die 40 da oben. Ne, wieso geht es nicht? Und wenn ich das wieder rüber mache und das hier rüber, dann geht's. Okay. Okay. Still den Hungrigen jetzt. Teil deine Gesundheit. Haha. Okay. Jag mir das durch. Komm, wir essen es mal. Wo war's? Hier. Ist in Ordnung. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt, haben wir schon die, nee, die Fackel haben wir noch nicht. Aber wir haben das Schrägdach. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir das Schrägdach hier raufkriegen. Da bin ich jetzt echt wirklich. Momentan geht noch gar nichts. Wo ist denn das Problem? Ach, Holz. Ja, Holz. Holz soll nicht das Problem sein, außer dass uns langsam die Bäume ausgehen. Im Umkreis zumindest. So. Nochmal. Wie viel denkt 1, 2, 3, 4 eigentlich, ne? Wir machen mal 4. Wir können nur 1. Fehlt uns denn schon wieder Holz, oder was? Kann doch gar nicht sein. Musst du was anderes für eine Phase? Alles klar. Alles klar. Irgendwas fehlt halt immer, ne? Aber es geht eigentlich, ne? Also ich muss. Wir machen ja nichts Großartiges. Wir bauen ja keine großen Pyramiden wie bei Conan.
Dann müsste das eigentlich funktionieren. Schwindende. Vor allen Dingen, da kommt immer. Verrückt. Da kommt immer irgendjemand, ne? Plötzlich ist man tot. So, eins haben wir. Obwohl, dann könnten wir gleich mal schauen, wie es funktioniert oder auch nicht. Seckt uns gleich das Licht. Yeah. Das war immer das Problem, ne? Müssen wir da rein? Warte, geh mal rein. Let's hope the best. Das war immer ein bisschen das Problem, das Zeug richtig ranzusnappen, ne? Kein Einrasspunkt. Doch, müsste eigentlich sein. Oder muss das oben erst eine Decke drauf und dann kann ich das Ding drauf machen? Das kann natürlich sein, dass es nicht einfach so geht, sondern nur mit. Das sehen wir ja gleich, wenn wir hier das hier ranhalten. So richtig funktioniert das gar nicht, ne? Halte für weitere Optionen. Nee. Also bisher sehe ich nicht, dass da irgendwas geht. Aber warum eigentlich? Warum geht es nicht hier ran? Zum Beispiel. Schaut hin. Hier ging's ran. So, ich mach's jetzt mal trotzdem so. Oh, wir brauchen schon wieder Wasser. Es ist heiß heute. So, wie sieht's denn eigentlich jetzt hier aus? Dann machen wir halt doch mit zwei Dingen noch ran. Moment. Sei es drum. Ach, das ist eine Schildkröte, schaut hin. So. Und jetzt bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Wieso geht das nicht? Wieso? Der snappt nur an der Foundation. Also hier. Ich kann doch auch oben keine Foundation drauf machen. Ja, ich würde es halt gerne jetzt andersrum machen. Wie funktioniert denn das wieder? Oh man, wirklich. Wie kann ich denn das jetzt drehen? Wie war denn das? Wie ging denn das? So nicht. So auch nicht. Verdammt, wie ging denn das, dass ich das drehen konnte?
Weiß es noch jemand von euch? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja eine Foundation. Ja, eine Foundation ist es. Es muss halt jetzt andersrum. Nee, es muss andersrum. Weil ich will das genauso wie hier haben. Dann machen wir halt dann hier zwei Dinge hin und hier zwei. Aber ich finde es toll irgendwie. Ich mag das gerade. Verdammt und zugenäht, wie ging das? Das snappt überall, ne? Aber nur nicht da, wo es soll. Ich wüsste gar nicht, wie. Vor allen Dingen, wieso macht das nach unten? Das gefällt mir noch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, insgesamt gefällt mir das gut. Wie viel haben wir jetzt? 5 bei den Engrammen, ne? Ich schau mal, ob ich es alleine hinbekomme. Also, hier kann man hin und her flippen, aber ich habe keinen Flip-Point, der das so rummacht. Wahrscheinlicherweise könnte ich mir vorstellen, dass das Ding hier einfach falsch rumgesetzt ist. Das heißt, wir müssten nochmal das alles hier raus tun. Ne? Was ist denn los? Probleme? Das hier, kann man das? Kann man nur abreißen, ne, denke. Das reißen wir ab. Das reißen wir auch ab. Und jetzt ist halt die Frage, ne, wie haben wir das hingebaut? So, das muss hier eine Gluthitze sein. Ja, jetzt ist die Frage, wie baut man es wieder hin, ne? So, Fundament braucht man. Also ich probiere es einfach jetzt. Es wäre halt schön. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage. Wo ist Fundament hier? Das Blöde ist halt, man weiß halt nicht, wie rum richtig ist. Also ich weiß nicht. Kann man das Ding rotieren denn? Jetzt geht's nach vorne, ne? Oh, man weiß es wirklich nicht. Und jetzt geht's immer noch nach vorne. Ja, ich weiß halt auch, ne? Nee, ich glaube, da kann ich nichts rotieren. Hier, jetzt so? Ah, ich weiß es nicht. Wir müssen gleich das andere und dann hat man noch ein bisschen Zeit, das wieder rumzu. Nee. Nee. Eigentlich, ne? Hier drüben ging es doch auch super.
Warum geht das hier nicht? Das ist ja schade, oder? Oh, gerade so nicht geschafft. Und wenn ich jetzt theoretisch, nur mal so als Gag, nur mal als ein Gag raus, ne? Weil wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Hier noch einen hinmach. Ist ja nicht so, dass man keine Zeit hat. Ich habe gedacht, dann geht's vielleicht da. Oh, der snappt da gar nirgends ran, ne? Das ist ja doch jetzt. Das ist ja verrückt. Stell mal hin. Wie hat denn der das jetzt gemacht? Jetzt passt. Aber nee, halt andersrum. Falsch rum, bitte. Falsch rum. Falsch herum. Nee, keine Chance. Schade. Schade, schade, schade. Ja, wir könnten hier das natürlich so rum machen, dann am Ende, ne? Hätten das eine auf die andere Seite, das andere auf die andere Seite. Dann machen wir es halt so. Gut. Schön ist nicht, aber selten. So, wir brauchen noch eine Kiste. Da müssen unsere Zeugs wieder rein. Zwiebeln. Wo ist denn unsere Kiste? Ich sehe momentan. Gehört nach der. Genug herumgetollt. Gut. Zack. Dann. Jetzt ist schon wieder Nacht. Hab das nun geschafft. Dann. Pass auf, dann machen wir das so. Dass wir das von hier kriegen, ne? So weit wie möglich ran. Die müssten wir eigentlich noch daneben bekommen. So, und was hätten wir hier drin? Nee, das wollte man nicht hier reinmachen. Das wollten wir hier reinmachen. Das wollten wir hier reinmachen. Das andere brauchen wir noch. So, dann machen wir hier drüben das ganze Zeug rein. Hatten wir nicht irgendwelche Samen? Verderbenssamen auch? Glaube ich gerne, um ehrlich zu sein. Aber wir haben keine mehr. Ne. Die können wir eigentlich raushauen, um ehrlich zu sein. Oder natürlich, wir lassen sie verderben. Das können wir natürlich auch machen. Weil ich glaube, wir brauchen so für Pfeile, brauchen wir, glaube ich, auch verdorbenes Zeugs. Deswegen, warum nicht, ne? So, wir schauen mal, wie das hier funktioniert, ne? Ja, das haben wir heute viel gemacht, ne? So, zack, 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 zack und zack. Bitteschön. Gut, ja. Aber unser Spitzdach fehlt.
fehlt. Wisst ihr, was wir vielleicht noch brauchen für Spitzdach? Die zwei Dinger. Das kann natürlich sein, dass die daran snappen denn. Das kann natürlich durchaus sein. Die zwei, na, ihr wisst, die zwei Dreiecke. Hört sich irgendwie falsch an, aber. Genau die. Perfekt. Gut. Wir schauen mal ein bisschen hier rüber noch. Brauchen bestimmt über kurz oder lang noch ein bisschen Faser. Vor allen Dingen brauchen wir Trinkerei. Wollen wir gleich noch, ehe die Fackel aus ist. Was brauchen wir denn hier wieder? jeweils. Holz und Stein. Und Stein. Uns in Ruhe gelassen. Ne? Wir holen mal hier drüben noch Stein. Jetzt ist heute ist aber richtig dunkel hier. Ne, halt. So bekommen wir mehr Stein. Gut. Dann stellen wir noch eine Fackel her. Nur für alle Fälle. Bestellen wir gleich noch. Obwohl, nee, erstmal nicht. Weil unser Gewicht ist halt wie es ist, ne? Oder wollen wir gleich? Ja, gut, los. Bestellen wir gleich noch zwei von den Dingern her. Oder auch einen. Ball, ihr wisst bitte nicht, ja? Faser. Aber wir kriegen gut Fasern raus. Davon abgesehen. So, dann können wir noch. Noch eins. Okay. Und. Ja, holen wir uns noch ein paar Fasern. Die können wir in die Truhe dann reintun, ne? Da haben wir zumindest noch ein bisschen was. Ne, hier ist nichts. Und vielleicht kriegt man Level up, weil das brauchen wir jetzt. Für. Erstmal, was haben wir gesagt? Wasser. Und Essen haben wir ja wohl. Wenn wir was haben, dann Essen. Ne? Das wird wahrscheinlich sowas von. Habt ihr es gehört? Irgendwo. Irgendwo böse. So, was wollte ich noch machen? Achso, ich wollte in die Truhe hier. Rein alles an Fasern.
glaube, das sind Fasern gewesen. Dann können wir auch hier das Holz rein. Können wir noch ein bisschen Holz? Weil brauchen wir sowieso dann für die nächste Hütte. Ja gut, ob man die hier... Macht natürlich wenig Sinn. Und hier haben wir Stroh. Und hier haben wir Feuerstein. Was haben wir noch ein bisschen? Was ist denn das hier? Achso. Ja, letztes Mal kurz rein. Nur wegen Gewicht. Genau. Achso, halt, wir haben noch was. Holzkohle. Gut. Und dann können wir nämlich hier noch den Rest reintun. Bis wir halt so noch im Bett haben, ne? Gut. Könnte ich Tür zumachen? Ups. So. Dann können wir hier noch ein bisschen buddeln. Ups, da ist er wieder. Was soll denn hier? Soll man echt aufpassen? Bis jetzt zweimal Glück gehabt. Wir können zur Not auf unser Haus drauf. Ob das natürlich was hilft. Der ist gut, ne? Der ist gut. Haben wir ihn? Die Frage ist... Die Frage ist tatsächlich, machen wir noch mal Ausdauer oder Nahkampfschaden, machen wir noch mal Ausdauer. Ne? So, und jetzt ganz dringend die zwei, die schrägen Strohwände, glaube ich. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich, doch, wir haben, wir können tatsächlich noch, wo werden die? Hier, die Sternfackel. Schön. Aber hier, der ist weggeploppt. Schade. Das Leder hätte ich gar noch abgestaubt. Na gut. So, wir haben aber von der Nahrung hier ein Problem. Und eigentlich haben wir gar kein Problem von Nahrung. Wenn wir eins haben, dann haben wir ganz viel Nahrung, ne? Wir haben sogar, wir können Fisch und Fleisch, wie wir es denn gerne hätten. Aber es ist nachts noch ziemlich, ne, jetzt ist es kalt. Ich wollte schon sagen, es ist nachts noch ziemlich warm. So, können wir da eigentlich auch reparieren? Nee.
So, dann schauen wir. Ich würde halt gern noch jetzt, um ehrlich zu sein, so als letztes. Dann machen wir nämlich Schluss. Würde ich hier oben noch das Zeugs drauf machen, wenn wir überhaupt genug Materialien haben. Ja, ist mir klar. Was brauchen wir nochmal? Wir haben doch eigentlich genug. Stroh natürlich. Hä? Hallo? Jetzt. Holz und Stroh. Alles klar. Ist überhaupt keinerlei Problem, der stellt. So, wir brauchen wie viel? Zwei von denen, ne? Oh, reicht nicht. Da müssen wir noch mal ran. Wahrscheinlich eher Holz, oder? So, dann können wir das gleich von hier aus machen. Finde ich gut. Oder von drüben aus. So, nochmal. Hä? Was fehlt uns denn? Nee, uns fehlt. Fasern wahrscheinlich. Ja, wirklich. Warte, die holen wir uns aus unseren. Dann machen wir kein Zinnober. So, nochmal. In grün. So, wie viel haben wir? Warte, halt. Was haben wir denn jetzt? Die haben wir, okay. Dann brauchen wir noch hier zwei von denen. Gut. Also ich glaube, dass das des Pudels Kern ist. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir das richtig ranzimmern, ne? Ach so. Naja. Ja, auf der anderen Seite, warum nicht? Wir können so ein Halbdach natürlich machen. Oder ein Ganzes. Wir machen ein Ganzes hier. Passt doch eigentlich perfekt. Weil wir ja noch so einen Balkon davor gemacht haben. So, und jetzt brauchen wir. Achso, die haben wir unten. Ich verstehe. Aber da brauchen wir noch zwei, richtig? Da brauchen wir noch zwei, sag ich euch. Das ist hier natürlich blöd. Und wie es natürlich dann aussieht, das wissen wir auch noch nicht. Okay. Wahrscheinlich sieht es total bescheuert aus. Aber der Plan steht, ne? Ja. Ja, dann brauchen wir noch. So, wir schauen mal kurz auf der anderen Seite. Ah, jetzt wird es wieder schön. Also die Morgenstimmung ist natürlich. Ist natürlich hervorragend. Ich finde, es sieht super aus. Ich finde, das sieht super aus. Wenn wir hier noch zwei Stützen hinmachen. Sehr schön. Weil dann machen wir tatsächlich noch die zwei. Mhm. Es ist nur die Frage, ob wir raufkommen. So. Das müsste passen, ne? Wir hoffen es.
das ist... Hier braucht man noch irgendwas zum zum Raufgehen. Das wäre schon cool hier zum Raufgehen, aber der will ja... Der will genau dort nicht dran... nicht dran snappen, wo er denn dran snappen soll, ne? Genau dort will er nicht. Ja gut, dann müssen wir noch mal hier rauf. Keine Chance. Wie können wir denn das machen? Oh, yes, wir haben's. Juhu. So, und jetzt müssen wir es eigentlich hinbekommen. Nie. Oh man, wirklich. Nie. Es muss anders. Ah, jetzt. Fünf Tage später. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir brauchen hier noch Stützen. Wie ist denn das mit unseren Standfackeln? Können wir die vielleicht als Stützen? Ich meine, die zünden wir dann einfach nicht an. Feuerstein. Okay. Hier brauchen wir unbedingt noch eine Treppe. Ich weiß nicht, ob wir eine Treppe hier bekommen so richtig, aber brauchen eine. Feuerstein. So. Wir machen hier mal. Damit es zumindest erstmal so aussieht, als ob, wisst ihr? Bis wir dann eine Stütze vielleicht haben. Könnte doch sein. Dass das vielleicht sogar gut aussieht. Bin mir nicht sicher. Das müsste dann hier so hin. Da, so. Klitzekleines bisschen klein. Wenn wir das noch anzünden, ich meine, dann sieht es zwar aus, wie wenn, das ist halt ein magisches Feuer. Müsste einfach mal ein bisschen durch bei sowas. Ihr wisst doch, mit Magie kann man alles machen. So, hätten wir nicht. Doch, hatten wir. So, und dann würde ich halt noch hier eine hinmachen. Hier so am Rand. An dem Rand hier. Und drüben noch. Und dann halt noch auf der anderen Seite, wisst ihr? Obwohl, wir das beginnen. Ich nehme sie mit. Ich lasse sie mal in der Hand liegen. So, und dann noch eine hier hin. Und dann brauchen wir halt ein bisschen Holz. Glaube ich. Oder wie war das immer? Und dann machen wir halt bei jedem, was weiß ich, 10 Reihen, oder? Reicht, glaube ich, nicht, ne? Wir haben, glaube ich, nur 30. Warte mal, wir holen uns, ne? Oh. Das wird zu viel des Guten. Ähm.
Nee, ich kann mich keinen Schritt bewegen. Ich werf raus. Ich werf raus. Aber was ist denn jetzt? Gewicht ist doch in Ordnung. Und macht mich jetzt nicht schwach. So, ich kann. Irgendwo geklemmt. So, sind die schon wieder weggespawnt? Ja, echt? So kurz? Ne, hier sind sie noch. So, was wollte ich noch machen? Ich habe schon wieder vergessen. Achso, ich wollte das Holz da rein. Ich wollte das Holz hier rein. So, passt auf. Als erstes kommt das Holz hier rein. Dann machen wir mal beim Holz das hier komplett rein. Das passt. Perfekt. So. Stapel. Ein Zehner. 10er. Mir sagen 11er, ist mir egal. So, 10er. Reicht das schon? Ich weiß es nicht. So, und hier machen wir tatsächlich jetzt schon mal entzünden. Nur damit wir es sehen. Ich meine, das ist natürlich klar. Aber dann sieht's halt auch ein bisschen nach was aus, wisst ihr? Und darum geht's doch. Um nichts anderes geht's doch. Oh yes. Oh ja. Obwohl. Machen wir mal das. Geben wir es nochmal zurück. Reißt es trotzdem nochmal ab. Da drin kann man sich 5 Stunden aufhalten. Ne? So. Machen nochmal 2. So, das ist da hinten drin. Ja. Ich würde es, um ehrlich zu sein, vielleicht sogar in die Mitte machen. Hier. Oder so außen ran. Damit es ein bisschen nach hinten leuchtet. Ne, ich mache es in die Mitte. So. Damit es sieht so aus wie in Reihe und Glied, weißt du? Das mag ich dann auch nicht. So. Nee. Nee, nee. So, dann kann man es hier reinmachen. Und noch eins. Und dann haben wir es, ne? Endlich.
Und dann, wenn es Nacht wird, zünden wir das alles an. Und dann haben wir eine richtig schöne... Komm, dann machen wir jetzt das auch noch. Wir machen noch zwei dort drin. Damit das hier schön beleuchtet ist. Wir schauen mal, deswegen lasse ich es mal an, wie lange es so bis mit 10 Hölzern hält. So, und dann würde ich es, ja, also, damit man halt, wenn man ankommt, halt weiß, dass man hier ist. Ne? Einmal eine hier hin. Und einmal eine hier rüber. Gut. So. Bitteschön. Und bitteschön. Und dann haben wir es. Juhu. Ja. Wenn das hier noch eine Foundation wäre, ne, wäre es ein richtig schönes Strandhaus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Um ehrlich zu sein, ich habe eine andere Idee. Wenn es geht. Wenn es geht, habe ich noch eine andere Idee. Aber dann haben wir alles überdacht. Na, ist auch nicht schön, wenn alles überdacht ist. Dann würde ich es oben hin machen. Das eine. Denkt ihr, das geht? Wollen wir es mal probieren? Ja, ich muss es jetzt probieren. Es tut mir leid. Was brauchen wir denn wieder? Was fehlt uns? Stroh. Ein bisschen Stroh. Nicht viel. Aber das würde mich jetzt noch interessieren. Ihr wisst, also wenn man einmal hier dran ist, ne, das ist wie... Das würde mich jetzt echt noch interessieren, ob das geht. Dann würde ich das unten wieder wegreißen. Dann ist es nämlich schöner, wenn es oben dran gletscht. Ja. Dann machen wir lieber hier oben noch irgendwie, wenn wir dann mal irgendwo einen Ständer haben, dann machen wir das lieber, wisst ihr? Genau so. Und jetzt, na gut, wir könnten. Wir könnten sogar. Wir haben doch noch eine Wand. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier noch eine Wand hinmachen? Nur so ein Gag. Aber das ist jetzt wirklich das Letzte. Wo ist denn unsere Wand eigentlich hingekommen? Frag ich mich gerade. Ich frage mich echt, wo unsere Wand hingekommen ist. So, wir brauchen...
Hier haben wir noch. Hier haben wir noch Fleisch. Okay. Sonst haben wir alles verbraten, ne? Aber wo ist denn unsere Wand hingekommen? Hier müssen wir auch nicht dran. Das würde mich ja tatsächlich noch interessieren. Hier ist keine Wand. Haben wir die irgendwie rausgefeuert? Keine Ahnung. Okay, egal. Naja, egal ist nicht. Wow. Natürlich brauchen wir wieder was für die Wand. Nämlich Holz. Ein bisschen wenig. Das war auch ein bisschen wenig. Das war schon ein bisschen mehr. Also, Wasser ist echt ein Problem. Wir müssen unseren Wasservorrat das nächste Mal steigern. So. Wand. Zweimal. Bin hier jetzt noch gespannt. Nee, aber das ist jetzt wirklich das Letzte. So. Das ist es, ne? Das. Da kennst du dich dumm und dämlich. Genau. So, dann würde ich das nämlich so hier hin machen. Ein Traum. Und so hier hin machen. Noch ein Traum. Und dann brauchen wir natürlich noch zwei. Entschuldigung, wir müssen. Es nützt ja nichts. Wir müssen noch eins machen. Eins müssen wir noch machen. Und zwar. Ja, das ist die Frage. Ja, so eins. Und. So ein, ne? Und wir haben gesagt Wasser. Und ja, was machen wir jetzt hier? Wir könnten schon mal einen Wasserschlauch uns, aber brauchen wir vielleicht was, was wir. Vielleicht brauchen wir was noch. Wartet mal, jetzt hier unten ein kleines Beet wäre eine Idee. Ein Bogen schon, echt. Aber mit 11. Ein Steinpfeil. Wäre eine Idee, ne? Oder die Bola. Die Bola. Aber, ja, wir zähmen ja eher nicht, ne? Ein Pinsel hätten wir noch, brauchen wir eigentlich nicht. Den Holzknüppel auch nicht. Momentan. Ein Bett, ja. Für später. Um ehrlich zu sein, Bogen und Pfeil wäre schon nicht schlecht. Hm, haben wir noch irgendwas vergessen da oben? Achso, da brauchen wir Kristall. Zündpulver? Noch nicht. Oder doch erstmal die Steinschleuder. Obwohl, wenn wir schon mal den Bogen können. Ach nee, wir brauchen erst die Steinschleuder, sonst geht's nicht. Alles klar. Naja, wisst ihr Bescheid? So, und wie viel haben wir jetzt noch? 9. 9. Ja, das geht nun nicht mehr. Das kleine Beet könnten wir noch machen. Aber ich glaube, da brauchen wir noch einen Komposthaufen und lauter so Zeugs. Das ist gar nicht so einfach. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach, da.
Warum? 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 Geht es eigentlich zu drehen? Tatsächlich, es geht zu drehen. Das sieht zwar ein bisschen blöd aus. Wartet nochmal. Das sieht zwar ein bisschen blöd aus. Weil so rum geht's nicht. Aber wenn ich es drehe. Wartet mal. Geht's. Aus irgendeinem blöden Grund raus. Dann drehen wir es. Das sieht noch nicht mal so schlecht aus. Sieht alles ein bisschen wie ein Fachwerkhaus. Na. Nett. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nur die brennen doch recht lang, finde ich, mit ihren 10 Dingern. Also, momentan noch. Wir können ja mal reinschauen, wie viel schon verbraucht ist. So, und dann machen wir Schluss, ne? Ups. Dann machen wir tatsächlich jetzt Schluss. Nee, halt hier. Oh, schön. Erst 7 verbraucht. Nett. Da brennen die ganz gut. Wenn es dann dunkel wird, wie jetzt, dann können wir loslegen. Wäre schön, wenn wir noch einen Zaun irgendwie hätten, ne? Dann. Aber das ist wahrscheinlich dann im Holzbereich. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. So. Ich mache für heute wieder Schluss und wir sehen uns das nächste Mal wieder.